So, da sind wir wieder. In dem vorherigen Videos führte die Route von Travemünde mit der Fähre nach Helsinki. Von dort aus ging es dann durch Finnland bis Berlevåg und zum Nordkap. Danach ging es weiter über Bleik auf Andøya bis zum norwegischen Polarkreis. In diesem vierten Video geht es jetzt vom Polarkreis über Mo i Rana, Haran, Orkanger, Oppdal, Geilo Camping, Venapykt, Slovika bis zum Einkaufszentrum Charlottenberg kurz hinter der schwedischen Grenze. Es geht zum Übernachten nach Mo i Rana. Das sind nur 80 Kilometer. Auf unseren Nordlandreisen sind wir schon häufiger am norwegischen Polarkreis gewesen. Wir halten uns daher nicht lange auf. Ein Blick in das imposante Gebäude des Arctic Circle Centers bietet außer Dingen, die man nicht braucht, nichts Neues. Unser Ziel ist Geilo Camping am Ottervaten in Lum. Wir haben es nicht eilig und legen einige Zwischenstopps ein. Wir fahren über das Saltfjell in Richtung Mo i Rana, wo wir übernachten werden. Baustellen sind unvermeidlich. In Norwegen ist man recht vorsichtig. Uns voraus fährt deshalb ein Ledebil, das uns sicher durch die Baustelle führt. Am Nachmittag erreichen wir Mo i Rana. Für die 80 Kilometer vom Polarkreis haben wir 1,5 Stunden gebraucht. Wir waren 2012 schon einmal hier. Damals hatte der Platz keinen guten Eindruck hinterlassen. Inzwischen ist viel getan worden. Es gibt schöne, ebene und große Stellplätze. Die Sanitäranlagen sind zwar etwas in die Jahre gekommen, sind jedoch in einem guten Zustand. Einzig, das sich oberhalb des Platzes befindliche Eisenwerk ist manchmal recht laut. Mo i Rana mit seinen knapp 19.000 Einwohnern hat außer dem Hafmannen
keine besonderen Sehenswürdigkeiten. Vom Parkplatz gehen wir vorbei an schönen alten Häusern zum Hafen. Wieso bewegt sie sich nicht? Ah ja, es ist nur eine Puppe. Da hinten steht er, im Wasser, der Hafmann, der Mann vom Meer. Die Skulptur ist 11 Meter hoch. Die metallene Oberfläche täuscht. Sie ist aus Granitstein gefertigt. Jetzt geht es weiter, bis nach Harran. Die Entfernung beträgt 287 Kilometer. Unser nächstes Ziel ist Harran. Führt die E6 durch einen 8,5 Kilometer langen Tunnel unter dem Korgenfjell hindurch. 2012 war der Tunnel gesperrt und man musste über das Fjell. Wir hatten damals oben schlechtes Wetter mit Schneefall. Deshalb fahren wir jetzt noch einmal hinauf. Heute ist es hier oben auch ziemlich grau, aber es regnet nicht und die Sicht ist ganz gut. Der Svartisen verhüllt sich leider in Wolken. ...1975 fuhren wir über dieses Stück Straße. Das Wetter war damals auch viel besser. In 5,5 Kilometern links abbiegen in die Straße Aldoper Wegen. Thank you.
abbiegen in die Straße Aldopa wegen. Liebes Navi, wohin denn sonst? In 400 Metern rechts abbiegen auf die B6. An dem imposanten Lachsforsen darf man nicht vorbeifahren. Der Wasserfall ist nur 17 Meter hoch. Er zählt mit seiner Wassermenge von durchschnittlich 700 Kubikmeter pro Sekunde zu den wasserreichsten Fällen. Zum Vergleich, der Rheinfall bei Schaffhausen hat durchschnittlich nur 370 Kubikmeter pro Sekunde. Es geht weiter. Als nächstes überqueren wir die Grenze von Nordnorwegen nach Mittelnorwegen. Der ehemals kleine Kiosk wird gerade ausgebaut. Im Inneren ist man noch damit beschäftigt, die Waren unterzubringen. Hier gibt es natürlich auch wieder alles, was man nicht braucht. Weiter auf der E6 durch einige Baustellen. Bis Harran sind es nur 80 Kilometer. Campingplatz in Harran waren wir auch schon einige Male. Neu ist allerdings, dass die Rezeption geschlossen ist und wir uns in der Tankstelle anmelden müssen. Am späten Nachmittag trifft eine Reisegruppe von Route Tours ein. Naja, wer's mag. Wir finden unseren Wohnwagen deutlich gemütlicher.
Die Brücke führt über den Fiskumfoss, der hier zur Energiegewinnung aufgestaut wird. Viel gibt es hier nicht zu sehen. Sehr schön anzuschauen ist die Kirche von 1872. Entsprechend alt sind hier auch einige Gräber. Die nächsten 292 Kilometer führen nach Orkhangelya zum Campingplatz Orkla Camping. Wir befinden uns jetzt auf der Höhe von Trondheim. Bei diesem Sauwetter haben wir allerdings keine Lust, irgendwo Halt zu machen. Am Nachmittag erreichen wir den Campingplatz Orkla Camping bei Orkhanger. Der Platz ist geprägt von Dauercampern und hat keinen Charme. Zudem ist er mit 360 Kronen recht teuer. Wir beschließen deshalb, nächsten Tag die 21 Kilometer bis zum Hückkühlen-Campingplatz weiterzufahren und von dort aus Orkhanger zu besichtigen. Auch auf diesem Platz waren wir schon einmal gewesen. Wir waren damals angesichts des günstigen Preises überrascht, wie gut die Sanitäranlagen und Ausstattung des Platzes war. Das hat sich nicht geändert. Wir werden wieder sehr freundlich begrüßt, sogar auf Deutsch. Der Platzinhaber ist uns behilflich bei der Auswahl eines Stellplatzes. Das ist nicht selbstverständlich. Der Campingplatz liegt in einer sehr schönen Landschaft in 350 Metern Höhe. In Orkhanger gibt es eine Stabkirche. Es geht vorbei am Herrenhaus Bordshaug von 1890, heute ein Hotel. Die Stabkirche hat eine markante Geschichte. Sie wurde in Norwegen gebaut und 1893 zur Weltausstellung nach Chicago gebracht. Nach 123 Jahren wurde sie dann 2015 wieder nach Norwegen zurückgebracht. Die Kirche ist natürlich verschlossen, wie hier üblich. Wir können nur einen Blick durch die Fenster ins Innere erhaschen. Es geht weiter. Von Hökjulen Camping nach Magalarpet Camping bei Oppdal. Das sind nur 228 Kilometer. Auf der Strecke überqueren wir den Stankvikfjorden mit der Fähre.
Wetter lädt nicht zum Verweilen ein. 11 Grad und Regen. Jetzt herrscht richtiges Sauwetter. Und es sieht nicht so aus, als ob es sich bessern würde. Bringt uns die Fähre nach Rügkirm. Ziel, Kvanefjärde Kaj. Das Ziel liegt rechts. Auf die nächstgelegene Straße fahren. Auf die Fähre fahren. In 2,5 Kilometern die Fähre verlassen. Auch hier am Stangvikfjord lädt das Wetter nicht dazu ein, sich draußen aufzuhalten. Die Überfahrt dauert nur 20 Minuten, da lohnt das Aussteigen sowieso nicht. Inzwischen werden in Norwegen immer mehr Tunnel, wie hier der Øksendal-Tunnel, illuminiert. Sieht irgendwie gut aus. Verkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und auf die 70 fahren. Hinter Oppdal geht es wieder auf die E6.
zugebaut hier, was? Zum Campingplatz Magerlaupet sind es jetzt nur noch 14 Kilometer. Der E6 folgen. In 600 Metern rechts halten und in die Straße Skdetavaren fahren, dann in die nächste Straße links abbiegen. Für die 228 Kilometer vom Höckkühlenfjell Campingplatz bis hier haben wir 4,5 Stunden gebraucht. Links abbiegen in die Straße Skdetavaren. Wir waren 2012 schon einmal hier und erinnern uns, dass der Platz an dem Fluss recht laut war. Aber ein Stück weiter hinten ist es ruhiger. Riva verengt sich hier einige hundert Meter weiter zur Magerlaupet. Der Weg führt hinab zum Fluss. Verengt sich der Fluss auf knapp 2 Meter. Faszinierend zu sehen, wie die Wassermassen hier mit Getöse durchfließen. Leider ist ein Teil abgesperrt. 2012 konnten wir noch direkt zur Engstelle. Ich habe das hier mal eingeblendet. Als nächstes geht es weiter, bis zum Campingplatz Jailo Camping bei Skjag. Die Entfernung beträgt 187 Kilometer. Das nächste Ziel ist Jailo Camping bei Skjag, wo wir schon häufiger gewesen sind und ein paar Tage bleiben wollen. Die E6 führt über das Dovrefjell. Wir haben Glück, das Wetter spielt mit. Meistens ist es hier wolkenverhangen und regnerisch.
Hier rechts geht es zum Viewpoint Snøhetta, wo wir 2018 schon waren. Gebäude und Ausblick sind sehenswert. Fjells liegt Dombås in 650 Metern Höhe. Vom Parkplatz aus haben wir einen schönen Blick auf die Stadt. Viel gibt es hier nicht zu sehen, lediglich eine Kirche, die gerade eingerüstet ist, und ein Einkaufszentrum mit diversen Souvenirshops. Auf die 2614. Es geht jetzt durch den Ort Seel. In 400 Metern links abbiegen in die Straße Nedegardsvegen. In einem Kilometer rechts abbiegen in die Straße Vodoristvegen. Der Ort ist bekannt durch die Verfilmung der Romantrilogie Kristin Lavransdatter von Sigrid Undsets. Vor der Kirche steht die Skulptur der Kristin Lavransdatter. Ziel. Es geht durch den bekannten Touristenort Lum zu dem 8 Kilometer entfernten Campingplatz. In 7,5 Kilometern rechts abbiegen in die Straße Schokwallen. Wir kennen diesen Platz seit 1978. Er wird von den Platzinhabern mittlerweile in der dritten Generation geführt. Der Platz liegt am Ottervaten und ist naturbelassen. Von oben kann man das sehr schön sehen. Es ist der 23. Juni. Heute ist St. Hanstag. Der Tag geht zurück auf die Geburt Johannes des Täufers. Der Platz am Ufer ist recht eng angesichts des immer weiter anschwellenden Flusses. Heute finden sich Freunde und Verwandte zu einem gemütlichen Beisammensein ein. Jeder bringt sein eigenes Essen und seine eigenen Getränke mit.
Swanhild, die Mutter des Platzinhabers, hat wieder leckeren Kuchen gebacken. Ja, stimmt. Das Wasser steigt unaufhörlich. Wir hoffen, dass es nicht wieder zu einer Überflutung des Platzes kommt, wie im Jahr 2018. Ein schöner Abend beendet diesen Tag. Wie schon gesagt, der Platz liegt direkt am Otterwarten. Er ist naturbelassen, jeder kann sich seinen lauschigen Stellplatz selbst aussuchen. Es gibt auch einen kleinen Sandstrand. Wer Lust zum Baden hat, kann es im Otterwarten tun. Das Wasser hat allerdings Temperaturen um die 12 Grad. Bei Nordberg sind wir schon häufiger an dieser Parade der Trecker-Oldtimer vorbeigefahren. Heute wollen wir uns sie einmal genauer ansehen. Ein älterer Herr will gerade ins Haus gehen. Wir fragen ihn, ob wir uns einmal umsehen können. Ein freundliches Nicken heißt wohl ja. Ein Stückchen weiter liegt Billingen. Hier stürzen die Wassermassen des Flusses Thora zu Tal. Ein imposantes Schauspiel.
auch nicht, ich fühle da nicht weiter. Und da hinten hat er dann nochmal eine Kabeltrommel. Und noch ein Stück weiter, in Richtung Grotli am Rieksweg 15, liegt der Polfoss. Auch dieser Wasserfall ist imposant anzusehen. Das Wasser steigt unaufhörlich. Der Strand ist vollständig überflutet. Das Bild zeigt, wie es hier eigentlich normalerweise aussieht. Die Platzinhaber beschließen schweren Herzens, den unteren Teil des Platzes zu räumen. Es besteht die Gefahr einer vollständigen Überflutung. Wir könnten vorübergehend auf dem hochgelegenen Teil neben den Hütten bleiben, bis die Gefahr gebannt ist. Aber da wir sowieso nur noch 3 Tage bleiben wollten, entschließen wir uns zur Abreise. Abbiegung links vor Ihnen 15. Bye-bye. 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 And I see you again next summer. Hoffentlich. On Facebook. Ja. Ja, wir werden das schon. Ja, Franz ist auch da. Ja. Tschüss, tschüss. Die Route führt jetzt nach Wienerbügd, zum Campingplatz Travelia Camping. Das sind nur 121 Kilometer. Dort gibt es eine berühmte Stabkirche zu besichtigen. Auf unserer Route liegt die Ringebu-Stabkirche, unser nächstes Ziel. Der Teilkamp-Tunnel wurde 2016 fertiggestellt. Er ist mautpflichtig. Erträgliche 33 Kronen kostet es, ungefähr 3,30 Euro. Wir haben einen Chip von Autopass, da wird es noch etwas günstiger. Zum Campingplatz Travelia Camping bei Wienerbügd sind es nur 2 Stunden Fahrt gewesen. Wir kommen am frühen Nachmittag an. Ein sehr freundlicher Platzinhaber begrüßt uns und zeigt uns einen ebenen Standplatz auf dem abschüssigen Gelände. Er möchte sogar beim Schieben des Wohnwagens helfen. Aber wir haben ja unseren Mover. Es herrscht ziemliches Sauwetter, so machen wir es uns im Wohnwagen gemütlich. Heute ist es zwar bedeckt, aber es regnet nicht.
Nur wenige Kilometer entfernt liegt die Stabkirche von Ringebu. Wir machen uns auf. Die Kirche ist eine der größten Norwegens. Der älteste Teil wurde um 1200 erbaut. Für 80 Kronen pro Person dürfen wir hinein. Die Malereien entstanden um 1700 und waren einmal weiß übermalt worden. 1921 hat man die Bemalung wiederhergestellt. Auf dem Rückweg halten wir an der Kirche von Venabygd an. Die weiße Holzkirche wurde 1780 fertiggestellt. Sie ist leider verschlossen. Das Venabygd-Fjell ist nur wenige Kilometer vom Campingplatz entfernt. Da es nicht regnet, machen wir uns auf. Erstaunlich viele Briefkästen. Häuser oder Hütten sind von hier aus aber gar nicht sichtbar. Schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Das Fjell liegt um 900 Meter hoch. Die Venabygd-Fjellkapelle stammt aus dem Jahre 1979. Sie wurde nur aus Spenden finanziert. Thank you.
jetzt am Nachmittag herrscht richtiges Sauwetter und abends wird es neblig. Weiter geht es. Die nächsten 203 Kilometer führen nach Jefnaka auf den Campingplatz Slövika. Auf dem Weg dorthin gibt es eine Glasmanufaktur zu besichtigen. Warte auf mich. Der Nebel von gestern Abend hat sich nicht verzogen, im Gegenteil. Eben dachten wir, es klart auf. Aber jetzt ist die Suppe fast undurchsichtig geworden. Im Tal angekommen, können wir sehen, durch welche Wolken wir gefahren sind. Es geht weiter in Richtung Jefnaka. Dort soll es eine sehenswerte Glasmanufaktur geben. Auf dem großen Parkplatz kommen wir bequem mit unserem Gespann unter. Und großes Erstaunen, die Sonne scheint. Die Glasmanufaktur ist sehr bekannt. Wir sind allerdings etwas enttäuscht. Hier wird ziemlich viel wie am Fließband produziert. Schöne Einzelstücke gibt es selten zu sehen. Und alles ist ein bisschen lieblos dargestellt. Hier können wir den Glasbläsern bei der Arbeit zusehen. Das ist schon sehr interessant. Aber der hintere Teil der riesigen Halle ist nicht sehenswert. Slövika Camping am Randsfjord ist mit 410 Kronen nicht gerade preiswert. Die Sanitäranlagen entsprechen dem Preis, aber ansonsten ist es nicht das, was wir uns unter einem schönen Campingplatz vorstellen.
Die Plätze am Ufer sind natürlich alle wieder voll belegt. Und auch auf dem restlichen Platz herrscht dichtes Gedränge. Nichts für uns. Aber wir sind ja auch nur eine Nacht hier. Von Slövika bis zur Grenze nach Schweden sind es 160 Kilometer. Auf dem Weg dorthin liegt die Glasmanufaktur in Magnor. Hab es nicht wieder so eilig. Die Glasmanufaktur im norwegischen Magnor hat es uns angetan. Jedes Mal, wenn wir hier vorbeikommen, schauen wir hinein. Hier gibt es viele schöne Sachen. Da müssen wir das Portemonnaie tief in die Tasche stecken. Bis zur schwedischen Grenze sind es von hier aus nur wenige Kilometer. Gleich hinter der Grenze liegt das Einkaufszentrum Charlottenberg. Achtung, Fahrtminderer, wie es auf Norwegisch heißt. Da sind wir früher auch mal zu schnell hinübergefahren. Im Wohnwagen sah es entsprechend aus. Hier in dem schwedischen Einkaufszentrum füllen wir unsere Vorräte auf. Viele Norweger kaufen hier ein. Es ist überwiegend deutlich preiswerter als in Norwegen. Und hier endet der vierte Teil unserer Reise und des Videos. So, das ist das Ende von diesem Teil. In dem letzten Teil führt die Reise von der norwegisch-schwedischen Grenze über Arvika, Mariestad, Fernamo, nach Malmö. Von dort aus geht es mit der Fähre nach Travemünde und dann zurück nach Hamburg.